Wenn wir unseren Carbon Footprint um 20% einschränken, ist das in Deutschland eigentlich völlig irrelevant, weil es wird in China in Sekunden ausgeglichen. Das ist nur Beschäftigungstherapie. Wenn wir aber hier in Deutschland Lösungen entwickeln, wie man wirklich Kreisläufe schließen kann, wie man Boden zurückgewinnt, wie man Materialien für biologische oder technische Kreisläufe macht, dann kann das in China übernommen werden. Also ich halte sehr viel vom globalen Austausch von Warenströmen. Man kann voneinander lernen, weil keine Kultur hat für sich die Patentlösung davon. Darum, mit dem Austausch von Waren und Dienstleistungen lernen wir auch gegenseitig und wir helfen uns gegenseitig und wir treiben miteinander Handel. Also wir lernen uns gegenseitig auch kennen. Ich habe 1986 einen Fernseher auseinandergebaut und 4360 Chemikalien gefunden in Philips-Fernseher. Und ich habe die einfache Frage gestellt, wollen die Menschen Fernsehen gucken, Tagesschau, oder wollen sie 4360 Chemikalien besitzen? Damals wurde ich als Ökokommunist beschimpft, weil das Eigentum war Religion gewesen. Wie heute, alle modernen Produkte sind alle Dienstleistungen. Das heißt, dadurch erlaubt es, Produkte völlig anders herzustellen, die in echte Kreisläufe gehen. Dadurch, dass wir Informationen viel schneller austauschen können, können wir viel schneller voneinander lernen und können damit Produkte erfinden, die ganz anders gehen. Wir können positiv definieren, was in den Dingen drin ist. Und wir probieren das jetzt gerade mit einem großen Sportartikelhersteller Puma. Wir haben mit denen über 10 Jahre einen Vertrag, das Unternehmen so zu ändern, dass alle Dinge positiv sind, ja, nicht frei von. Die Textilindustrie hat 1/3 aller Chemikalien weltweit werden dort verwendet. Die Hälfte aller Industrieabwasserprobleme hängen an der Textilindustrie weltweit. Wenn es uns also gelingt, jetzt positiv zu definieren, was in Textilien drin ist, dann lösen wir ganz viele Probleme für die gesamte Industrie. Denn wenn es Puma macht, muss es Adidas und Nike und C&A und Hennes und Moritz auch machen, weil durch die komplexe Verteilung müssen die alle dann mitmachen dabei, weil sonst können sie ja nicht mehr überall fertigen. Das heißt, wir können über Positivlisten, Festlegung, was drin ist, dann globale Prozesse sehr schnell machen. Wir sind in Deutschland in einer ganz gefährlichen Situation, weil wir durch das weniger schlecht ganz viele Dinge optimiert haben, die falsch sind und damit gründlich falsch. Zum Beispiel ein Druckerzeugnis, ein Katalog, in einer Zeitschrift wie dem Spiegel finden wir etwa 50 krebserzeugende und gesundheitsschädliche Chemikalien. Wenn ich das vergleiche mit dem Druckerzeugnis aus Malaysia, wo das Drucken heute 40% billiger ist, dann sind dort etwa 90 giftige und krebserzeugende Chemikalien drin. Durch die Umweltdiskussion haben wir das von 90 auf 50 reduziert. Aber wo ist wirklich der Unterschied, ob ich 50 Mal erschossen werde oder 90 Mal? Wesensmäßig ist das Papier, was wir für einen Spiegel oder einen Stern haben, genauso giftig letztlich gesehen, wie es vorher war, weil dafür viel mehr gedruckt wird und die giftigen Substanzen eben in weniger Konzentration oder weniger Menge drin sind, aber das Papier nach wie vor nicht in biologische Kreisläufe zurückgehen kann. Jetzt werden die Druckerzeugnisse, die in Malaysia für Europa gedruckt, das heißt, man schickt die elektronische Maske rüber und kriegt das Druckerzeugnis am nächsten Tag 40% billiger hier eingeflogen. Jetzt machen wir das Recycling für die 90 giftigen Chemikalien und machen daraus zum Beispiel Füllstoffe für Kartons. Ja, dann ist der Adventskalender kontaminiert, die Nudeln, die Pizza. Die nehmen den Dreck auf, weil wir denken, es sei Umweltschutz, wenn wir den Schlamm aus der Altpapieraufbereitung jetzt als Füllstoffe in Kartons geben. Das heißt, ich esse dann in der Pizza die ganzen Druckfarben mit. Jetzt machen wir sozusagen dann noch Hightech-Entsorgung für Primitivprodukte aus Asien. Bei den Solaranlagen zum Beispiel, ja, die chinesischen Anlagen enthalten eine ganze Reihe zusätzlicher Schadstoffe. Anstatt jetzt zu sagen, es gibt eine Rücknahmeverpflichtung für die Solaranlagen, dann würde sich eine europäische Industrie lohnen, weil wir eine Re-Regionalisierung von solchen Dingen hätten, machen wir jetzt die Hightech-Entsorgung von chinesischen Solaranlagen und sagen dann, der Standort Deutschland ist so teuer, weil wir so viel für die Entsorgung bezahlen müssen. Und das heißt, wir machen unsere Produktion künstlich teuer durch giftige Importe und haben daraus keinen Vorteil. In Gefahr und großer Not ist der Mittelweg der Tod. Das heißt, entweder machen wir die Dinge für echten Kreisläufe und wir haben jetzt zum ersten Mal ein Buch geschrieben, das heißt The Upcycle, also über Upcycling, wo das Buch wirklich kompostiert werden kann oder wirklich verbrannt werden kann,
in der Feuerstelle und die Asche in die Landwirtschaft gehen kann, dann wird es kostengünstiger. Ja, sonst habe ich nur Sondermüll, den ich irgendwo wieder in andere Produkte reinbringe. Also es braucht wirklich eine echte industrielle Revolution und nicht nur eine Perfektionierung des Bestehenden. Und dort ist im Moment eine große Gefahr, dass wir das Bestehende sozusagen durch immer schnellere Informationstechnik, immer höhere Optimierung der Prozesse, immer mehr Stress für die Einzelnen auf dem bestehenden Niveau weitere Optimierungen machen und damit das Falsche nur gründlich falsch machen.